Schatz, ich bin mal kurz auf YouTube, Video machen. Controller. Basisstationen. Webcam. Und 3, 2, 1, los! Hallo, Servus und Grüezi miteinander. Herzlich willkommen in der virtuellen Realität. Heute zeige ich euch ein bisschen näher die Medion Eraser X1000 Brille. Der Installation, nee, erstmal gehen wir in Mixed Reality im Allgemeinen und gucken mal, wo da die Medion platziert ist. Dann gucken wir uns mal ein bisschen die Installation an, über welche Hindernisse, dass ich gestolpert bin. Wir gucken uns die Controller an, wir gucken uns die Brille an, wir gucken uns das Tracking an und zum Schluss erzähle ich noch ein bisschen was über die Qualität der Displays. Ist ein bisschen ein längeres Video, aber ich denke, für jeden, der sich eine solche Brille kaufen möchte, könnte das interessant sein, um einen kleinen Überblick zu bekommen, was ihr da bekommt. Bevor ich jetzt auf die Medion-Brille selber eingehe, möchte ich euch mal zuerst noch zeigen, welche Brillen es überhaupt gibt, bevor ich die Brücke schlage zur Medion, weil da gibt es was Interessantes, Informatives. Als erstes bin ich mal auf den deutschen Store gegangen und habe mir mal angeguckt auf der Microsoft Homepage, welche Headset gibt es denn da, weil die Headsets, die werden ja alle unter dem Namen Microsoft Mixed Reality verkauft und Microsoft gibt auch ganz klar vor, welche Spezifikationen diese Headsets haben müssen, wie die funktionieren müssen und die sind sich alle sehr, sehr gleich. Bis auf zwei Ausnahmen, aber hier die HoloLens ist auch nicht wirklich hier die, das ist, da guckt man ja durch. Bei den anderen, das sind ja VR-Brillen, diese Mixed Realities. Headsets und ihr seht hier auf dem deutschen Store ist relativ wenig los. Wir haben hier die Dell, die Lenovo und dann hört es auch schon auf. Und jetzt zeige ich euch mal was. Microsoft nennt das Ganze ja Mixed Reality. Ich weiß auch nicht, warum die das nicht VR Headset nennen, weil ja, ist ein bisschen komisch. Es ist nichts weiter als ein VR Headset. Und hier oben seht ihr im Link Mixed Reality Headsets auf dem deutschen Store. Und jetzt gehe ich mal auf den US Store. VR and Mixed Reality Headsets. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht hat ja Microsoft da doch noch irgendeinen Unterschied gemacht. Aber wenn man dann unten gucken geht, steht bei jedem Headset Mixed Reality, Mixed Reality, Mixed Reality und nochmal Mixed Reality. Und dann scrollen wir runter. Mixed Reality. Ja, was ist es denn jetzt für Microsoft? VR? Reden die dort intern über die VR-Headsets und das ist bloß Marketing-Gag, das Ganze Mixed Reality zu nennen? Ich habe keine Ahnung. Ja, hier sind jetzt wirklich so ziemlich alle Brillen vertreten, die ich auch sonst irgendwo im Netz gefunden habe. Wir haben hier die Acer, die wird es, so viel ich weiß, auch in Europa geben. Die Dell, die habe ich noch nicht gesehen. Die HP ist, glaube ich, noch nicht draußen, Stand heute. Die Lenovo, die gibt es schon zu kaufen. Und wir haben hier unten noch die Samsung Odyssey. Die gibt es nicht zu kaufen momentan. Und die wird wahrscheinlich auch nicht nach Europa kommen. Diese Headsets, die haben alle was gemeinsam. Die haben alle die gleichen Spezifikationen und die haben alle exakt die gleichen Controller dabei. Also das ist eine, ich weiß gar nicht, ob die von Microsoft produziert werden und dann werden die dann jeweils zum Hersteller verschifft und die drucken dann einfach noch ihren Namen drauf, aber die sind sich zu 100% identisch. Die Brillen, die unterscheiden sich jeweils am Plastik da vorne, die Polsterung kann anders sein, also da gibt es leichte Modifikationen. Aber technisch haben die alle exakt die gleichen Eigenschaften, so wie ich das jetzt Stand heute gesehen habe. Und ja, wo ist denn unsere Medion-Brille? Unsere Medion-Brille ist hier, die Lenovo Explorer. Medion macht ihren Namen da drauf, Eraser, aber in Wirklichkeit ist das eine Lenovo-Brille. So wurde mir das auf jeden Fall von Medion rückbestätigt. Also kann man auch, wenn man sich Informationen holen möchte, kann man auch genauso gut hier auf die Lenovo-Brille drücken. Ob jetzt Medion vielleicht doch noch an der Polsterung
Änderungen vorgenommen hat, kann ich nicht sagen. Aber optisch von den Bildern, sonst, von der Kopfhalterung, von allem. Ich meine, ich habe das Ding hier. Guck mal, das ist, da ist es. Das ist echt das identische Teil, bloß mit einem anderen Namen drauf. Und wir haben hier eine leicht andere Farbe, die ist in diesem Medionblau gehalten. Bei einer solchen Auswahl von Brillen möchte man natürlich gerne wissen, welche soll ich mir kaufen. Vor allem gibt es da natürlich auch gewisse Preisunterschiede. Eben vor allem hier die teureren, die von Dell, die haben leichte Veränderungen an der Kopfhalterung dran. Vielleicht haben die gewisse Sachen ein bisschen intelligenter gelöst. Auf jeden Fall bei der Entscheidung ist natürlich auch wichtig, können die nachher alle das Gleiche? Ja, die können alle das Gleiche, aber man kann nicht mit allen alle Spiele spielen, Stand heute. Hä, was? Kann ich nicht? Warum nicht? Und zwar beziehe ich mich da auf den Steam Store. Diese Brillen werden in Zukunft oder sollen auch Steam-kompatibel werden. Das macht Sinn, weil der Microsoft Store, der beinhaltet echt so eine Handvoll Spiele gerade momentan. Mehr ist da nicht. Da sind zwar ein paar coole Spiele dabei, da ist Arizona Sunshine dabei, da ist Superhot dabei, The Blues dabei und dann kommt erstmal nichts Interessantes für mich. Also ist es wichtig, dass man so schnell wie möglich, wenn man so eine Brille hat, mit Steam spielen kann. Und wenn ihr nicht gerade eine Entwicklerversion habt und bei Steam einen Entwickler-Key und in der Beta-Phase da schon testen könnt, dann müsst ihr warten. Es soll anscheinend, habe ich gehört, über drei Ecken, Ende Jahr soweit sein, dass dort ein Treiber-Update rauskommt für Steam VR, welches dann diese Brillen unterstützt. Aber eine der Brillen unterstützt das heute schon. Und zwar ist das die Acer-Brille. Die Acer-Brille wird nicht von Steam an und für sich unterstützt, also die ist nicht integriert, aber Acer bietet auf der Webseite ein Tool an. Ich zeige euch das mal kurz. Und zwar, wenn ihr auf der Acer-Seite seid, kann man hier auf Virtual und Mixed Reality klicken. Dann gibt es hier Serie Headset. Und das hat mich ja auch ein bisschen gewundert. Wir haben hier zwei Modelle. Vielleicht ist das eine ein US-Modell und das andere das europäische. Es haben aber beide die gleichen Softwareinhalte. Und hier gibt es unter Anwendung Acer Utility for Steam VR. Und du kannst über 1000 Spiele genießen. Ich habe Google benutzt. Unter Google habe ich nichts gefunden. Wenn ich irgendwas eingegeben habe, dass ich hier Steam und Microsoft Mixed Reality spielen möchte, ich bin nicht auf einer Seite irgendwo bei Acer gelandet. Das hier habe ich erst gefunden, als ich mal nach Software geguckt habe, um zu vergleichen, welche Brille bietet welchen Content. Und da ist die Acer natürlich eigentlich ein Favorit, wenn das funktioniert. Was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, komm, wir gucken mal, ob es kompatibel ist. Oder ich habe das Tool runtergeladen. Ich habe es installiert und tatsächlich, es erkennt auch, wenn eine Brille angeschlossen ist, aber er macht auch keinen Unterschied. Er sagt jetzt nicht, oh, ist keine Acer dran, sondern er sagt einfach, hey, ich kann die Brille nicht sehen, weil kein Tracking verfügbar. Und ich habe da ein bisschen rumgespielt noch mit der Software. Ich habe mir da so ein paar Dateien angeguckt, aber so der Crack bin ich jetzt auch nicht, um hier das komplett umzuprogrammieren auf eine andere Brille, zumal das auch verboten wäre. Aber wäre ja ganz cool gewesen, hätte das funktioniert. Ist leider nicht so. Und somit komme ich auch direkt mal zur Medion-Brille. Was bietet denn die an Content? Die Information zur Medion-Brille findet man bereits auf der Medion-Webseite. Da sind alle, was haben wir da, die ganze Beschreibung in Worten und wir haben die Spezifikation hier. Was hier fehlt, das ist die Kabellänge. Und wenn man jetzt bei Lenovo guckt, da ist die Kabellänge mit 4 Metern angegeben. Die Medion, die hat aber keine 4 Meter Kabellänge.
Kabellänge. Das hat mich ein bisschen geärgert, könnte man sagen. Ich zeige euch gleich, warum. Weil diese 4 Meter, die sind eh schon sehr kurz. Und da fällt auch noch mal ein bisschen was weg. Also auch das sind 3,80 Meter bei der Medion gewesen. Und da fällt auch noch mal ein bisschen was weg, bis dann das Kabel wirklich ja, zur Verfügung steht sozusagen. Und der Unterschied zur Vive ist da, wenn ich das jetzt mit der vergleiche, mit dem Kabel, der ist schon sehr groß. Also ich kann hier in meinem Raum gerade mal bis zur Mitte gehen, aber das zeige ich euch gleich mal. Ja, was ich hier gesucht habe, war auch nach Software habe ich gesucht für die Brille. Und bin dazu bei der Medion auf die Support-Webseite gegangen und dort gibt es dann auch die Möglichkeit, das Produkt auszuwählen anhand dieser MSN-Nummer, die Medion auf die Produkte draufdruckt. Die habe ich eingegeben und da ist nichts. Also das Produkt wird noch nicht mal gefunden, das ist unter der Support-Seite. Ist dieses Produkt noch gar nicht gelistet. Ich vermute aber, dass das noch kommt. Es ist natürlich schön, wenn sowas von Anfang an da ist, weil, wie gesagt, bei mir in der Schachtel gab es keinerlei Anleitung. Wenigstens eine Garantiekarte hätte drin liegen müssen. War auch nicht drin, da war einfach gar nichts. Und da habe ich gedacht, ja komm, jetzt guckst du mal im Internet, ob es da irgendwas gibt bei Medion, aber kein Handbuch, kein Quick Install, gar nichts. Quick Install ist mein nächstes Thema. Wie schnell ist denn die Brille installiert? Für die Installation solltet ihr euch erstmal sicher sein, dass ihr die Minimumanforderung erfüllt für die Brille. Da hilft Microsoft auch weiter, aber sorgt auch wieder für etwas Verwirrung. Und ich kann euch sagen, da werde ich euch jetzt nicht viel Aufklärung dazu bieten können. Es gibt einen Unterschied zwischen Windows Mixed Reality Ultra PCs und Windows Mixed Reality PCs. Ich weiß noch nicht mal, ist das eine Minimum oder ist Ultra das Optimale, weil hier wird auch jeweils in der Kategorie mit verschiedenen Leistungsmerkmalen rumgeschmissen. Und das erste, was ihr haben müsst für die Installation, das ist das Windows 10 Fall Creators Update SR3. Das muss installiert sein. Dann Prozessor, hier gibt's schon mal die ersten Unterschiede, aber der größte Unterschied, der macht wahrscheinlich hier die Grafikkarte aus. Und hier bin ich direkt erstmal aus allen Wolken gefallen. Für Nicht-Ultra-PCs reicht auch schon eine Intel 620er Grafikkarte. Aber hallo. Aber was bedeutet das? Ich habe bei den Apps jetzt nie gesehen, dazu brauchst du einen Ultra oder dazu brauchst du kein Ultra, weil die Apps geben nochmal für sich selber ja die Systemanforderungen an. Also warum gibt es hier nochmal eine Kategorisierung zwischen Ultra und Nicht-Ultra? Ich habe keine Ahnung. Das Einzige, was hier wirklich an Unterschied zu sehen ist, ist, hier haben wir einmal 90 Bilder pro Sekunde und hier haben wir 60 Bilder pro Sekunde. Aber ganz ehrlich, für gewisse Anwendungen werdet ihr hier noch nicht mal mit dieser Grafikkarte die 60 Bilder pro Sekunde hinkriegen. Glaub ich nicht. Wenn ihr euch jetzt nicht sicher seid, ob euer Computer diese Anforderung erfüllt, dann gibt es von Microsoft im Store ein Tool. Und zwar ist das der Mixed Reality Check. Ich blende euch den mal schnell hier ein. Den kann man sich im Store runterladen. Ihr müsst einfach hier Mixed Reality Check eingeben. Dann gibt es dieses kleine Tool. Da müsst ihr den Vertrags- und Datenschutzbestimmungen zustimmen und draufklicken. Und dann bekommt ihr eine Liste eures Systems. Und dann steht dahinter, ob jetzt diese jeweilige Anforderung erfüllt ist oder nicht. Wenn sie das ist, ist gut. Und ganz wichtig, was ihr braucht hier, das ist der Bluetooth-Controller. Bluetooth 4.0 in Minimum. Installieren könnt ihr die Brille einfach, indem ihr sie am Computer einsteckt. Sobald ihr den HDMI-Anschluss und den USB-Anschluss
in euren Computer eingesteckt habt, öffnet sich, sofern ihr mit Windows 10 arbeitet, dieses Fenster. Ich habe hier einen Printscreen gemacht. Willkommen bei Windows Mixed Reality. Und hier möchte er dieses Creator Fall Update machen. Da könnt ihr jetzt auf Aktualisieren drücken und dann wird euer Rechner auf diesen neuen Stand gebracht. Und das ist eigentlich ganz einfach, weil nachdem das Update durch ist, geht es automatisch weiter. Also ihr werdet komplett geführt, da ist ein kompletter Wizard, der richtet mit euch die Controller hier ein, der macht das Raum-Setup, das muss ich euch gar nicht so im Detail zeigen, weil das ist wirklich so gut erklärt, das braucht keinerlei Erklärung. Aber ich möchte euch trotzdem warnen, und zwar folgendes: Als ich dort auf Aktualisieren gedrückt habe, lief nicht alles so rund, wie ich es erwartet habe. Also mein Rechner, der lief eigentlich ganz toll bis zu diesem Moment, und dieses Update, das hat sehr lange gedauert, bis das durch war. Also es waren gute 2 Stunden. Also glaubt mal ja nicht, ihr kauft jetzt diese Brille und ihr könnt dann das Update machen und in 10 Minuten spielen. Wenn ihr das Update noch nicht drauf habt, dann wird das einige Zeit dauern. Und ihr könnt auch in der Zeit nicht wirklich gut euren Computer gebrauchen, weil er diese Updates in so einem gesperrten Screen macht und dann sagt er, hey, ich werde mehrfach neu starten, und dann geht er so gute 5 Mal durch den Neustart. Und beim letzten Neustart ist mein Rechner nicht mehr hochgefahren. Er hat gar nichts mehr gemacht. Also er hat nicht mehr von der Festplatte gestartet. Er ist eigentlich im BIOS sozusagen hängen geblieben. Ich bin erstmal sehr erschrocken, aber ich wusste wenigstens, gut, das kann jetzt nicht unbedingt zwangsläufig oder sollte nicht ein Softwareproblem sein. Ich weiß auch nicht, was das mit dem Update zu tun hat. Auf jeden Fall habe ich dann alle USB-Ports ausgesteckt, und zwar nacheinander. Also zuerst die Mixed Reality-Brille nochmal eingesteckt bis zum Schluss. Ich habe es einfach willkürlich eins nach dem anderen ausgesteckt, so wie die Stecker halt waren. Und zum Schluss war das Kästchen von der Vive war noch dran. Und als ich das dann auch noch ausgesteckt hatte, dann kam der Computer wieder hoch. Also das kann aber sein, dass es jetzt nicht zwangsläufig was mit dem Update zu tun hat, aber sowas kann natürlich auch passieren. Und was aber ganz klar was mit dem Update zu tun hatte, das war ich habe ein relativ neues Asus Striker Mainboard in meinem Computer drin, und da ist Bluetooth 4.1 integriert, und das hatte sich damals völlig alleine die Treiber geholt und war installiert. Und nach diesem Update lief alles, aber dieser Bluetooth-Adapter, der lief nicht mehr. Und ich war ja der Meinung, hey, ich brauche mindestens Bluetooth 4.0, habe ich. Nach dem Update hatte ich es nicht mehr. Arschkarte. Er hat dann auch, ich habe gesagt, hier Treiber aktualisieren. Nee, hat er keinen Treiber für. Ich war bis jetzt zu faul, mir irgendwo von der Asus Homepage einen neuen Treiber zu laden. Ich habe hier noch so einen Stick rumliegen gehabt. Nee, das ist jetzt der Logitech. Ich habe hier noch so einen Tagus-Stick mit Bluetooth 4.0. Und dann lief das Ganze wieder. Aber solche Sachen, die können passieren. Also einfach mit Vorsicht, das ist nicht so husch-husch gemacht, sondern es könnte auch etwas länger dauern. Aber der Rest, der geht eigentlich wirklich ganz gut von der Hand. Ich habe doch jetzt mein Dongle, ja, geht ja nicht. Maus geht nicht, wenn der Dongle nicht mehr drin ist. Stecke ich das Ding mal wieder ein. Das war's von der Installation. Also eigentlich eine runde Sache, wenn es dann läuft. Dann gucken wir uns doch jetzt mal die Brille an, und dafür mache ich mal die Kamera ein bisschen anders. Gucken wir uns mal die Controller im Detail nochmal an. Das sind die Mixed Reality Controller. Und die werden getrackt mittels Beschleunigungs- und Gyrosensoren, die in diesen Controllern drin sind. Und zusätzlich noch als Positionbestimmung mittels Licht-LEDs, die wiederum von der Kamera erkannt werden. Ich schalte jetzt mal so einen ein, damit ihr seht, wie das optisch aussieht. So, den zweiten auch noch. Hier habt ihr einen Haufen LEDs drin verbaut in den Teilen. Die halten
Ungefähr. Ich kann jetzt nur nach meiner eigenen Schätzung und nach Nachfragen bei der bei Medion sagen, also man kann damit gute 8 bis 10 Stunden spielen, bis die dann langsam den Geist aufgeben. Aber natürlich gibt es auch bei den Batterien Qualitätsunterschiede. Wichtig, hier sind keine Akkus drin, hier sind Batterien drin. Ich habe jetzt natürlich ein paar Akkus hier reingetan. Das sind Doppel-A-Batterien. Das Ganze wirkt eigentlich sehr solide. Allerdings ist, mal gucken, ob ihr das seht, dieser Ring hier, der ist natürlich jetzt bloß an diesem Steg hier befestigt. Das heißt, man kann den schon bewegen. Was bedeutet, wenn die Dinge auf dem Boden liegen oder ich sage jetzt mal, ihr im Spiel gegen die Wand donnert, ich weiß echt nicht, ob die so robust sind. Also wenn ich habe jetzt halt bloß den Vive-Controller hier als Vergleich, der ist wesentlich stabiler vom Gewicht her. Ich habe die jetzt nicht auf die Waage gestellt, doch ich hatte das gemacht. Der hier ist 20 Gramm schwerer. Ich hatte das letzte Woche mal für mich gemacht. Aber auch da ist wieder die Frage, habt ihr solche Billigbatterien, die sehr leicht sind oder schwerere? Hier ist der Akku natürlich fix gegeben. Aber die Stabilität hier, es hat Spiel, ne? Sonst von der Verarbeitung her, ich zeige euch das mal ganz aus der Nähe. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ihr habt hier genau, an dieser Stelle habt ihr ein Trackpad, was sich auch drücken lässt. Ihr habt hier noch einen Analog-Stick. Ihr habt hier die Windows-Taste, eine Menü-Taste. Ihr habt den Side-Grip. Das finde ich, hier zeige ich euch, den finde ich sehr, sehr viel besser als bei der Vive jetzt wieder im Vergleich. Bei der Vive ist der Side-Grip hier unten. Das heißt, wenn ich den Controller hier halte, dann muss ich immer hier unten rumfriemeln. Geht auch. Ja, geht auch. Ist auch nicht schlecht. Aber hier Side-Grip, man wechselt halt vom Trigger auf Side-Grip oder man nimmt den Mittelfinger. Hier auch. Ja, geht. Geht bei beiden ganz gut. Das wäre jetzt zu tief ins Detail. Ist mir irgendwas negativ aufgefallen an diesen Controllern beim Spielen? Nein. Positiv ist mir aufgefallen, das Tracking, wenn ich die hier vor mir habe, wie die getrackt werden. Und das möchte ich euch auch gerne als nächstes zeigen. Die Controller, die laufen und ich hoffe, man sieht das jetzt ganz gut. Wenn ich die jetzt aneinander berühre, wenn ich die wirklich so vor mir habe, das passt schon wirklich ziemlich gut. Ich sage jetzt mal so gefühlte 2 mm höchstens, wo die auseinander sind. Guck mal, die Drehung. Ich weiß, es ist teilweise auf der Vorschau, die ihr dort jetzt habt, ist es ein bisschen verzögert. Aber für mich ist es live, wie ich die hier sehe. Also solange ich die hier vor meinen Augen bewege, funktioniert das sehr, sehr gut. Das ist ein gutes Gefühl. Der Winkel des Controllers, also diese Stange, die hier nach vorne geht, die ist nicht ganz so aerodynamisch. Also die liegt nicht schön in der Hand. Also vor allem, wenn ich ja nach vorne zeigen möchte, gerade, da könnte man an der Software noch ein bisschen was ändern. Aber auch trotzdem, dieser Stick, so gerade wie er ist, liegt jetzt nicht so gut in der Hand wie der Vive. So, die Vive seht ihr jetzt natürlich nicht, aber das liegt irgendwie, aber das ist minim, wisst ihr, das ist jetzt nicht tragisch. Das ist einfach so, einfach dieser Winkel, der ist für mich jetzt ein bisschen komisch gewählt, aber geht absolut. Ihr seht auch hier, wenn ich die Sticks bewege, das ist richtig schön gemacht, man sieht hier die Sticks und selbst die Reflexion, guck mal, diese Reflexion in diesem Stick drin ist das Windows-Logo. Ach, guckt, hier unten wäre die Batterienanzeige. Ha, das habe ich ja noch gar nicht entdeckt. Ja, ist eigentlich blöd. Wieso haben sie es nicht oben drauf gemacht? Warum muss ich den Controller umdrehen, um die Batterienanzeige zu sehen? Sag mal, welche Batterie ist denn da leer? Mein Akku ist leer. Super. Toll. Das habe ich jetzt davon. Den habe ich wahrscheinlich mal irgendwann laufen lassen. Aber hier wäre sie.
das ist auch Software. Das kann sein, dass Microsoft das irgendwann mal ändert und die Batterieanzeige obendrauf ist, damit man sie direkt hat. Die kann man nicht wie die Vive-Controller rechts und links vertauschen. Wie ihr seht, das ist wie ein paar linke Schuhe. Da verändert sich der Winkel. Das fühlt sich komisch an, wenn man die so hält. Das geht gar nicht, sondern es gibt hier einen für die rechte Hand und einen für die linke Hand. Das ist vordefiniert. Das muss man auch in der VR nirgendwo anzeigen. Das ergibt sich aus der Form heraus. Sonst kein Problem. Das war das Positive. Negativ ist mir aber doch... so funktioniert es ein bisschen. Ja, kann man unten durchgucken. Ihr habt gesehen, hier die Brille, die kann man rauf und runter klappen. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Außer man ist Brillenträger, so wie ich. Machen wir einen kleinen Abstecher, weil ich das gerade gezeigt habe. Wenn ich jetzt meine Brille mal aufsetze, also ich kann die VR-Brille, die Mixed Reality-Brille, kann ich durchaus benutzen, aber ich muss zuerst runterklappen, so halb. Mal gucken, ob ihr das von der Seite seht. So. Guck mal, da bewegt sich die Webcam. Also hier von der Seite. So, jetzt habt ihr das. Dann kann ich das einfach so drüber ziehen. Was man nicht gut machen kann, ist, wenn ich jetzt hier hochklappe, dann, ich weiß nicht, ob ihr es seht, dann drückt mir das meinen Bügel von der Brille richtig fest auf die Nase runter. Das klappt gar nicht. Und runterklappen kann ich es jetzt auch nicht mehr, weil dann drückt mir hier oben der Rand die Brille ein. Also, es geht aber bitte schön so halb bloß aufklappen, rein, und dann hat man genug Platz für die Brille. Und ich habe jetzt schon eine ziemlich breite Brille an. Das passt wunderbar. Ich komme auch nicht unbedingt an die Linsen vorne ran. Da ist genug Distanz vorhanden. Aber wie gesagt, aufpassen beim Hoch- und Runterklappen. Mit der Brille geht diese Funktion leider ein bisschen flöten. Ja, stehen geblieben bin ich allerdings bei den... guck mal, wie machen wir das Fenster hier ein bisschen kleiner? Das ist ja... Sag mal, kann ich das kleiner machen? So, das brauchen wir erst nachher wieder. Die haben ganz, ganz das ist jetzt auch ganzes Minim. Die haben ein bisschen Spiel im Batteriefach. Ihr hört das vielleicht. Und das ist mir schon beim Spielen aufgefallen, dass sich das einfach so einen Millimeter nach hinten gelöst hat. Einen halben Millimeter, Millimeter. Das knackst dann ein bisschen, ist jetzt auch nicht tragisch, aber wenn man es jetzt mit anderen, mit dem Vive-Controller wiederum vergleicht, ist das halt ein mechanisches Teil, was dann ein bisschen beim Spiel mal rumknacksen könnte. Und ja, das Tracking, das funktioniert so lange gut, wie diese Kameras, die hier eingebaut sind, diese Lichter sehen. Die Controller dürfen auch mal außerhalb des Sichtfelds sein. Was passiert außerhalb des Sichtfelds? Er nimmt die letzte Position, die er ermittelt hat, aufgrund von den Gyros und dem Licht und weiß, die Bewegung ging nach unten. Und er kann diese Bewegung alleine durch die Gyrosensoren, die da drin sind, kann er die verfolgen. Allerdings fängt er so, ich glaube, das waren so gefühlte 8 Sekunden, verliert er sein Tracking. Das heißt, der Controller wird ungenau. Das ist mir aufgefallen, wenn ich zum Beispiel in einem Spiel ein Ingame-Tutorial habe und ich musste was lesen. Und ich gucke so schräg nach oben und lasse meine Arme nach unten hängen. Dann verliert er das Tracking, weil ich habe dann meine Hände oftmals auch bloß so hoch gehoben, um diesen virtuellen Laserstrahl, den ihr da ja... Nee, den seht ihr nicht, ne? Guck mal, der wird mir bloß in der Brille angezeigt. Ernsthaft? Okay, ihr seht den nicht. Dann wollte ich wieder zielen und das passte nicht zu meiner Bewegung. Und das ist so ein bisschen Nachteil. Wenn ihr Spiele spielt, kann das durchaus sein, wenn ihr die Controller zu tief haltet, zu lange zu tief, dass ihr das Tracking verliert, dass es ungenau wird. Dann müsst ihr die Hände wieder mal ein bisschen nach vorne halten, dass das in diesem Winkel ist. Im Großen und Ganzen passt's. Es ist jetzt nicht super tragisch, aber ich sage jetzt vor allem mal, wenn ihr ruhige Szenen habt, Beispiel ist so ein Escape the Room Spiel. Da seid ihr irgendwas am Lesen, ihr guckt irgendwo drauf, ihr lasst die Hände runterhängen, ihr nehmt sie wieder hoch und dann braucht der Controller auch ab und zu ein bisschen länger, bis er sich wieder gefunden hat. Das liegt so zwischen
ich sage jetzt mal zwischen einer halben Sekunde, und ich hatte schon Vorfälle, da ist er dann rumgesprungen und hat ihn gar nicht mehr richtig gefunden. Das war aber eher sehr selten der Fall, aber das hat dann auch schon, ich musste dann so ein bisschen bewegen und dann hat er ihn wieder gefunden, dann ging das wieder. Aber wie gesagt, das ist selten. Im Großen und Ganzen hätte ich gesagt, es funktioniert ganz gut. Perfekt? Nein. Perfekt im Vergleich mit den Room Scale Adaptern der Vive ist das hier natürlich, es ist gut gelöst, aber nicht sehr gut. Ich kann das nachher vielleicht noch mal ein bisschen zeigen in einer Ingame-Szene, wie das Tracking verloren geht. Aber ich vermute da ganz stark, dass man hier auch noch mal mit Software nachbessern kann. Also wenn die schon gute 8 Sekunden lang meine Bewegung in etwa doch noch nachvollziehen können, dann könnte es ja sein, dass die das auch ein bisschen länger hinkriegen. Aber zu lange sicher nicht, er verliert dann irgendwann die Positionsdaten. Ja, machen wir mal weiter. Die Controller, die haben wir jetzt. Das habe ich noch nicht erklärt. Der Stick, der kann auch reingedrückt werden. Also von hier aus gesehen nach unten kann der gedrückt werden. Das ist auch nochmal eine Funktion, die vorhanden ist. Gut, kommen wir zur Brille. Die ist eigentlich ganz gut verarbeitet. Sie ist unheimlich leicht. Man könnte, ich habe das glaube ich schon erwähnt, man könnte das Gefühl haben, man hätte da nichts, aber die hat schon ordentlich, bietet schon ordentlich was für das, dass sie so leicht ist. Sie ist nicht hohl. Wie gesagt, man kann sie hochklappen. Sie hat hier vorne ein schönes Polster drin. Das ist auch wirklich dick genug, um jeden Holzschädel zu dämpfen. Und hier hinten ist auch nochmal über die ganze Breite ist ein Polster drin. Ihr habt hier ein Draht, um das, ein Draht. Bin ich? Ihr habt ein Rad, damit ihr das wirklich auf die Kopfgröße. Und guck mal, wie groß das ist. Ich habe ja schon einen Brummschädel, aber ich, das ist also, guck mal, ich passe durch, ne? Also das könnt ihr richtig groß einstellen und natürlich auch schön klein, und ihr könnt das richtig klein machen. Also hier, das ist was für Babyköpfe. Also wenn es da draußen Leute gibt mit Schrumpfköpfen, ist dieses Headset auch geeignet, also wirklich richtig flexibel. Ihr habt hier vorne die Kameras, das Tracking. Ihr seht das, da oben seht ihr das. Das funktioniert, ne? Ich zeige das nachher auch noch mal ein bisschen größer. Und Knöpfe habt ihr keine am Headset. Eigentlich gar nichts mehr. Innen drin habt ihr noch, jetzt passiert hier nämlich gerade was negativ ist. Ich zeige euch das mal gleich. Jetzt nehmen wir erstmal das weg. Ihr habt hier drin das Polster, ne? So richtig. Und die Linsen. Und hier oben noch ein Sensor. Ganz ehrlich, ich weiß jetzt glaube ich gar nicht, was der macht. Ob der jetzt guckt, ob das Headset drauf ist oder nicht, dass er dann das Bild abschaltet oder so. Die Linsen, die sind, die funktionieren. Allerdings haben die ein sehr, sehr beschränktes Blickfeld. Wie erkläre ich euch das jetzt? Also diese Linsen, die sind ja so konzipiert, dass ihr die nicht allzu weit vom Zentrum, also das Zentrum der Linse sollte sich möglichst mit dem Zentrum eurer Pupille decken, um ein scharfes Bild zu machen. Und wer schon mal so eine VR-Brille aufhat, der weiß, sobald man die ein bisschen verschiebt oder nicht richtig aufhat, wird das Bild unscharf. Und dann habt ihr in der Mitte ein scharfes Bild, was nach außen hin meistens immer unschärfer wird. Und ich habe jetzt wirklich hier einen 1:1-Vergleich mal mit der Vive gemacht. Und die Vive bietet ein breites, also auch die Vive wird an den Rändern relativ schnell unscharf. Aber diese Brille hier, die wird richtig schnell unscharf. Also wenn ihr gerne in eine Richtung gucken möchtet, ohne den Kopf zu bewegen, guckt ihr zwangsläufig immer mit der Pupille in einen unscharfen Bereich. Also euch bleibt praktisch nichts anderes übrig, als dieses Sichtfeld, was wirklich so ist.
Ihr könnt da noch einen Text könnt ihr noch ganz kurz in der Mitte lesen und dann müsst ihr aber den Kopf mitdrehen. Das muss man bei den anderen Brillen auch. Das ist zwangsläufig momentan noch so. Aber man hat selbst hier, wenn ich geradeaus gucke, man kriegt so diesen Röhrenblick, als hätte man zu viel gesoffen. Ja, was auch leider an diesen Linsen nicht funktioniert, das ist der Augenabstand. Und für mich, so negativ es jetzt auch ist, ist das ein absolutes No-Go. Das geht gar nicht. Warum geht das nicht? Weil leider dieser Augenabstand für mich nicht passt. Inwiefern passt der nicht? Und zwar habe ich ja gesagt, die Linsen sind leider bei dieser Brille nur in der Mitte sehr scharf. Ich krieg's immer nur hin, ein Auge scharf zu stellen auf der Linse und das andere ist unscharf. Ich kann die Brille ein bisschen darüber rutschen, dann ist das eine Auge scharf und wenn ich ein paar Millimeter darüber rutsche, dann ist das andere Auge scharf. Also ich müsste eigentlich den Linsenabstand, nicht mal das Bild, dieser 3D-Effekt vom Bild, da gibt es ja auch nochmal einen Abstand, den man einstellen kann, das kann man teilweise auch noch per Software machen. Aber dieser Abstand hier von den Linsen, der ist fix gegeben und ich glaube, bei den anderen Brillen ist das auch so. Das ist, deshalb ist dieses Teil für mich, wie soll ich sagen, schwierig zu benutzen, weil ich Kopfschmerzen kriege. Und ich merke das auch, dass ein Auge einfach immer unscharf ist. Und das ist blöd für mich. Das ist richtig blöd. Ja, aber ich kenne auch Leute, die sagen, damit habe ich überhaupt kein Problem. Bei mir sind beide Augen scharf. Gibt's auch. Wahrscheinlich hat man sich hier auf die breiteste Norm der Menschen gestützt und gesagt, ja, so viel Abstand ist richtig und mehr auch nicht. Ja. Leider bleibe ich ein bisschen bei den negativen Sachen. Möchtet ihr ja auch wissen. Und zwar dieses Polster hier, was hier drin ist. Das ist hier ziemlich eng. Also ich kriege hier meinen kleinen Finger in der Mitte durch und dann drücke ich aber das Polster auch schon zur Seite, wie ihr seht. Jetzt ist meine Nase hier, meine Jumbo-Nase, die ist ein bisschen dicker als mein kleiner Finger. Seht ihr das? Das ist dicker als mein Daumen. Jetzt guck mal, was passiert, wenn ich meinen Daumen da reinstecke, dann drücke ich dieses Polster richtig auseinander. Ist kein Problem. Eigentlich, es drückt mir einfach ein bisschen die Nase zu. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, als hätte ich so einen Tauchadapter da drauf, wie es teilweise die Leute haben, dass kein Wasser in die Nase kommt. Dieses Polster lässt sich entweder nach unten wegklappen oder ganz krass, man schneidet. Es dichtet natürlich so am besten ab, dass ihr kein Fremdlicht reinbekommt. Aber das ist hier bloß wirklich so, es ist noch nicht mal befestigt, es schwirrt hier rum. Da haben die anderen Brillen, zum Beispiel HP, hat das anders gelöst, da geht das Polster nicht weiter. Das könnt ihr euch hier zuschneiden. Das ganze Polster ist mit einem Klettverschluss hier rundherum angemacht. Also da sage ich jetzt, da gibt es Flexibilität und selbst wenn ich diesen immer runtergeklappt habe, gut, der hängt mir dann ein bisschen an der Lippe rum, war die Abdichtung immer noch so gut, dass kein Fremdlicht eingedrungen ist bei mir. Also ein Problem, das sich leicht beheben lässt. Was leider auch ein bisschen komisch gelöst ist, ist diese Halterung hier. Und zwar muss ich euch das mal hier zeigen. Ich setze das mal auf. So, wenn ich jetzt spiele, Leute, wenn das hier runter geht, ich meine, ich habe jetzt nicht die größten Segelohren, aber das reibt mir ständig hier am Ohr rum, ne? Also ständig beim Spielen hatte ich den hier. Und das geht gar nicht. Also das lässt sich natürlich auch leicht beheben, ne? Aber was habt ihr euch dabei überlegt? Die anderen Brillen haben das auch. Also bis, glaube ich, auf die Dell haben die alle hier den gleichen Clip an der Seite. Und jetzt nochmal was. Guck mal, was passiert, wenn ich jetzt hier hochziehen möchte. Das hier, das Kabel muss ich hier, seht ihr das, wie sich das zurückzieht und wieder nach vorne. Jetzt ist ja da ein kleines Kabel und ein dickes drin. Und das kann auch mal gut möglich sein. Das hatte ich schon, guck mal, jetzt zum Beispiel. Jetzt haben die sich ineinander verkeilt und ich kann das nicht mehr hochziehen. Und da muss ich fast schon Gewalt anwenden und dann reißt mir das da hinten an den Steckern rum. Also am besten
ihr guckt, dass das hier durchgefädelt ist, dass ihr es öffnen könnt. Und dann müsst ihr den hier machen, mit dem Bogen. Das Problem ist aber, dass das Teil hier sowas von ein großes Spaltmaß hat, dass das sonst wieder nachrutscht. Also wenn ihr das jetzt einfach loslasst, dann rutscht das wieder nach. Ich habe hier Abhilfe. Und zwar gibt es solche aus Klettverschluss, solche Bänder. Ich habe mir hier hinten eins rangemacht. Moment mal, so. Dann habe ich nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens hängt mir das Teil nicht mehr am Ohr rum. So, noch ein bisschen Reserve. Das hängt mir nicht mehr im Ohr rum und das Kabel geht hinten runter. Ne? Und ich habe mein Mechanismus wieder, den ich als Brillenträger eigentlich auch gar nicht unbedingt brauche, aber ein bisschen hochklappen muss ich. Da müsste man auch ein bisschen basteln, damit das gut wird, aber das geht schon. Hier hinten am Polster, das merkt man nicht, weil ihr habt es nicht richtig rundherum, sondern das liegt eigentlich bloß auf dieser Ring. Ja, hier habt ihr den Kopfhöreranschluss, da könnt ihr euch einen ganz normalen 3,5 mm Klinkenstecker einstecken und könnt somit euren Ton hier rauslassen. Machen wir weiter, ohne dass ich jetzt weitere Software erstmal zeige, und zwar mit der Brille selber. Da komme ich leider Gottes schon wieder zum nächsten negativen Punkt. Ist so, ihr wollt ja nicht nur das Positive hören, sondern auch das Negative, weil ich vergleiche, Entschuldigung, mit bereits der Vive, mit der Oculus kann ich das nicht vergleichen. So, ich kriege jetzt mal schnell einen Schreibtisch, um die Stecker aus. Ich habe jetzt das Headset ausgesteckt, drum seht ihr da oben erstmal nichts. Jetzt gucken wir uns mal genau die Kabellänge an. Und ich sage euch jetzt auch, wie ich das messe, damit das auch fair bleibt, das Ganze. Ich habe hier einen 2 Meter Zollstock und die Kabellänge messe ich jetzt ab da, wo ich wirklich das flexible Kabel habe. Weil wenn ich das hier hinten einstecke am Computer, kann ich das nicht als Länge noch bezeichnen. Also das ist für mich unbrauchbar, die Länge des Steckers, weil ich das meistens ja, die meisten müssen es ja noch abwinkeln oder abknicken. So, dann messen wir das Ganze mal. Wir haben einmal bis hier 2 Meter, kein Millimeter mehr oder weniger. Da halte ich jetzt mal fest. So, und wir gehen rüber und messen das Ganze von hier aus noch weiter. Und jetzt kommt auch gleich die Brille. Wir liegen jetzt bei 1,10. Und so, warte mal, ich muss den Zollstock drehen. So. An der Brille selber, hier hinten, jetzt, so wie es brauchbar wäre, habe ich eine Kabellänge von 3,46 Meter. Und ich habe gesagt, wir sind fair, wir rechnen den Rest auch noch mit bis zur Brille selber, 3,46 Meter, meine Güte, ich sag's. Es sind ganz genau 3,86 Meter und das ist gemessen wirklich bis hierhin, 3,86 Meter. Und ich kann euch eins sagen, für mich reicht das leider gar nicht. Weil erstens mal muss ich den Weg vom Computer noch, bis ich das Kabel brauchen kann, wegzählen. Und ich zeige euch jetzt mal ein Foto, welches ich... Da ist das Foto. Was ihr jetzt sehen könnt, das ist mein allerheiligstes Studio. Und ich zeige euch mal, da hinten steht der Computer. Und jetzt habe ich hier beide Brillen mit beiden Kabeln mal ausgelegt. Es ist so, dass die Vive hier hinten, der Anschluss vom Computer, der befindet sich hier hinten, ist hinter diesem Kästchen durchgezogen. Hier haben wir das Kästchen der Vive und von hier aus habe ich meine 5 Meter Kabel. Das geht nämlich einmal hier hin, durch den Raum durch. Hier hinten ist die Wand. Macht einen Bogen wieder bis in die Mitte. Wenn ich jetzt die Mixed Reality Brille von Medion anschließe, geht das Kabel genau gleich von hier hinten einfach vorne zum PC. Und hier haben wir jetzt diese Länge
die ich euch da vorhin erzählt habe, die geht bis hierhin. Und wenn ich das Headset jetzt aufsetze, dann geht da das Kabel noch mal ein bisschen in die Höhe, in die Luft. Das heißt, ich habe einen Winkel und die maximale Weite, die ich laufen kann, ist genau von hier bis Mitte Raum. Also hier ist bereits fertig mit dem Standardkabel. So, das ist sehr, sehr, sehr wenig. Also damit kriegt ihr keine richtige Fläche hin. Also ich müsste den Computer nach vorne ziehen, dass die Anschlüsse halt wie bei der Vive nach vorne geführt sind. Und dann hätte ich einigermaßen vielleicht einen brauchbaren Bereich mit meinen 3 Meter, 80 oder was das auch immer waren. Aber es gibt eine andere Lösung. Jetzt löschen wir mal meine Zeichnung hier. So, die Lösung heißt nämlich, den Computer runterschmeißen. Die Lösung sieht wie folgt aus. Ihr kauft euch ein USB-Verlängerungskabel, weil die Brille hat ja 2 Anschlüsse. Und das geht jetzt natürlich auch einfacher, als mit der Vive das zu verlängern. Und zwar habe ich direkt extrem ausprobiert. Ich habe ein qualitativ hochwertiges USB-3-Verlängerungskabel gekauft, welches man auch mit zusätzlich Strom versorgen könnte. Habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach diese 5 Meter von diesem Kabel genommen und ich habe 5 Meter HDMI-Kabel in guter Qualität, die waren mir ein bisschen zu teuer, weil das andere habe ich eh schon, das USB-Kabel gehabt für die Webcam. Also habe ich mir ein HDMI-Kabel gekauft, ein 3 Meter HDMI-Kabel der neuesten Version mit vergoldeten Steckern und arbeite hier auch nicht mit dem Verlängerungskabel, sondern ich habe so einen Zwischenstecker und habe hier nochmal 3 Meter rangehängt. Und Leute, das funktioniert. Und das funktioniert gut. Ihr müsst einfach nochmal investieren, um richtig gutes Roomscale zu bekommen, weil jetzt habt ihr richtig geil viel Kabel damit. Und ich habe es auch mit einem 5 Meter HDMI-Kabel probiert, welches aber nicht so guter Qualität war und das hat nicht mehr funktioniert. Aber 3 Meter in guter Qualität, absolut problemlos, das läuft. Und dann macht das Ganze richtig Sinn. Mit dem Kabel, was dabei ist, nein. Also für Leute, die wirklich zocken wollen und nicht nur einfach ein bisschen sitzen wollen, sondern die auch dieses Roomscale für Escape the Room, für Adventures nutzen wollen, die sollten sich eine Kabelverlängerung holen. Das funktioniert ganz gut. So, hier nochmal der Beweis. Ich habe es jetzt an diesen 2 Kabeln eingesteckt und das Headset funktioniert. Gut, jetzt versuchen wir mal was leider auch nicht immer klappt hier bei mir. Das Roomscale wird ja erkannt aufgrund dem, was die Kameras so sehen. Und er hat jetzt, hier steht, der Bereich wurde nicht gefunden, wählen Sie ein Setup aus. Also ich stehe jetzt mitten im Raum. Ich habe das Setup gemacht und er erkennt meinen Raum nicht mehr wieder. Das, ich weiß nicht, wie viel das es dafür braucht, dass der Raum nicht wiedererkannt wird. Ich habe gestern hier noch ein bisschen aufgeräumt. Vielleicht saß gestern auf dem... Oh, was macht er denn jetzt? Vielleicht saß gestern auf dem Sofa ein bisschen anders aus. Da lagen vielleicht ein paar Sachen rum. Bedeutet, ich muss mir jetzt mein Setup nochmal einrichten. Nur, dass ihr es wisst, das passiert mir fast jedes Mal. Hier möchte ich euch auch noch einen kleinen Tipp geben. Beim Einrichten der Grenzen ist es so, dass ihr hier aufgefordert werdet als nächsten Schritt. Machen wir das mal. So. Das Headset vor den Computer zu halten. Jetzt habt ihr ja auf meinem Bild gesehen, dass mein Computer so ein bisschen um eine Ecke rumsteht. Also die freie Fläche ist nicht, ich sehe von meiner freien Fläche nicht gerade wie diese Dame auf den Laptop oder auf den Computer. Das ist völlig egal, wo ihr das am Anfang hinhaltet. Haltet es so hin, dass es von eurer freien Fläche einfach ein Bereich ist, den ihr von überall sehen könnt, wo ihr dann die Linien ziehen werdet. Und dann kommt das Problem noch, wenn ihr davor steht, müsst ihr auf Zentrieren klicken. Jetzt ist mein Computer nicht an der Stelle, das heißt, ich habe eine Funkmaus, muss jetzt rüberlaufen,
halte den jetzt so in eine Richtung, wo ich denke, dass das gut wäre, wo andere vielleicht ihren Schreibtisch hingestellt hätten. Drücke auf Zentrieren. Ja, und jetzt verfolgen. Das heißt, ich muss jetzt die Strecke ablaufen. Ich hoffe, dass er das hinkriegt. Und ich muss die Kameras immer in die Richtung halten, in der ich jetzt in diesem Fall virtuell meinen Computer gesetzt habe. Ich hoffe, dass das funktioniert, dass es hier nicht zu dunkel ist. Guck mal, ich habe es geschafft. Also das ist wirklich blöd, wenn die Fläche nicht direkt mit, wo der PC steht, nicht die Fläche ist. Haben aber wahrscheinlich auch nicht alle. Ich sage annehmen. Und jetzt sollte es funktionieren. Dann kann ich euch ein bisschen was zeigen. So, jetzt geht's. Ah, jetzt sehe ich mein Aufnahmesoftware-Tool. Und das machen wir mal. Pflanzen wir mal woanders hin. So, da hinten an den Himmel hätte ich es gerne. Was ihr seht, ist hier die Oberfläche. Guck mal, ein Controller hat das Tracking verloren. Das ist jetzt das, was ich meine. Ihr habt gesehen, ich habe nach oben geguckt. Ihr seht jetzt selber im Bildausschnitt keine Controller. Ich drehe mich wieder und gucke nach unten und guck mal, wo der Controller rumschwert. Nicht dabei ist. Und jetzt ist er gesprungen. Das ist unschön. Ihr könnt euch hier, auf die Software will ich gar nicht näher eingehen. Ich will euch bloß zeigen, dass es geht, auch mit dem Roomscale. Also jetzt mache ich mal ein paar Schritte nach vorne und nach hinten. Das funktioniert sehr gut. Guck mal hier, ich beam mich jetzt nicht, das geht. Was allerdings ein bisschen komisch immer wirkt, ist, wenn ich jetzt so, ich sage jetzt mal, jetzt habe ich hier wirklich eine schöne Ecke vor mir und ich bewege mich rechts und links. Und wenn ich mich teilweise langsam bewege oder mal gar nicht bewege, das zittert ab und zu ein bisschen. Es ist nicht so stabil wie bei der Vive, aber absolut noch in einem brauchbaren Rahmen. Also das ist immer noch sehr, sehr gut, das Raumtracking. Vor allem, weil das mit zwei Kameras gemacht wird, das funktioniert sehr gut. Was meiner Meinung nach nicht immer so gut funktioniert, das ist die Höhe. Ich habe ständig das Gefühl, meine Beine sind irgendwie im Boden. Und guck mal, wenn ich die Kontrolle nach unten halte, die versinken auch im Boden. Also der Boden ist nicht gut kalibriert. Auch hier, die versinken. Und etwas, was man auch nie machen sollte, ist die Kontrolle am Boden liegen lassen. Mal schnell weggucken. So 5-6 Sekunden und dann wieder nach unten gucken. Oh, was macht der Controller? Oh, guck mal, was die Controller machen, die auf dem Boden liegen. Die findet ihr nie mehr. Ne? Also ihr wisst vielleicht noch ungefähr, wo sie waren. Jetzt könnt ihr ein bisschen näher ran, dann geht's. Ha? Aber das Controller-Tracking, das könnte echt besser sein. Ja, jetzt habt ihr es mal live gesehen, wie das mit dem Tracking läuft. Die Brille macht echt ein sensationelles Tracking. Die Controller, die spinnen ab und zu, aber im Großen und Ganzen ist es auch gut brauchbar. Und was jetzt noch übrig bleibt, ist natürlich die Qualität der Displays. Ich habe das erwähnt, dass die Linsen leider nicht einstellbar sind. Also entweder das passt oder das passt nicht. Empfehlen würde ich da vorher vielleicht irgendwo zu testen. Entweder jemand, der das schon hat, oder vielleicht kann man das in den Märkten testen, ob für euch der Augenabstand stimmt. Ich merke es immer erst so nach 10 Minuten, Viertelstunde spielen, dass ich dann auf einem Auge so ein komisches Gefühl kriege. Das Display selber ist von der Auflösung gut. Es hat noch ein, das nennt man ja Fliegennetzmuster, ist noch drin, aber das ist besser als bei der Vive. Die Auflösung, die ist auch gut, also die ist wirklich nicht schlecht. Wenn das Bild natürlich schön scharf wäre, wäre es noch besser. Was weniger gut ist, ist, dass meine Brille schon 3 Pixelfehler hat. Und ich bin sehr vorsichtig mit der umgegangen. Die ist jetzt 4 Tage alt. Also einer, der war schon immer auf dem linken Auge und jetzt kamen noch 2 auf dem rechten Auge dazu. Da habe ich wahrscheinlich leider irgendein Modell erwischt, was jetzt ein bisschen diese Fehler macht. Ich werde da mal bei Medion anfragen. Ich habe übrigens bei Medion, nur zur Info, habe ich angefragt, gestern am Morgen,
Ob es irgendeine Möglichkeit gäbe, diesen Augenabstand einzustellen oder wie man damit umgehen soll. Das wäre ja interessant. Wie gehe ich damit um, wenn der Augenabstand jetzt nicht auf das stimmt? Da habe ich keine Antwort bis heute drauf bekommen. Es ist ja jetzt auch schon wieder Nachmittag und ja, eigentlich hätte ich mir da vom Support eine Antwort noch erhofft. Sobald die kommt, werde ich euch das in den Kommentaren unten oder in der Beschreibung mit reinschreiben. Und die Pixelfehler, die werde ich auch reklamieren und mal gucken, ob sie mir die Brille umtauschen. Allerdings, schwarz ist hier nicht gleich schwarz. Und das merkt man. So, ich sage jetzt, bei hellen Spielen merkt man es nicht so, ist klar, oder? Da geht das mit dem Kontrast. Sie ist auch nicht die hellste Brille. Und wo man es richtig merkt, das ist irgendwas, wenn man dunkle Spiele spielt, Horror oder Weltall, da ist schwarz ein dunkelgrau. Also das konnte ich auch wieder eins zu eins mit der Vive vergleichen. Das klappt übrigens. Ich habe die Vive und die Medium-Brille gleichzeitig am Rechner dran gehabt. Wenn ihr genug Ports an der Grafikkarte habt, funktioniert das. Und ihr könnt beide starten und das läuft. Und ich habe auch auf beiden Arizona Sunshine installiert und gespielt. Passt übrigens auf, im Microsoft Store sind die Spiele massiv teurer als im Steam Store, warum auch immer. Aber ich habe das Geld ausgegeben, um das wirklich eins zu eins mit beiden zu vergleichen. Und ja, es ist einfach in dunklen Szenen, wenn ihr da irgendwo in der Höhle seid, dann ist es einfach nicht das richtige Schwarz. Da bietet die Vive das bessere Schwarz. Was auch nicht funktioniert hat, das war Super Sampling im Spiel einzustellen. Obwohl es von Microsoft runtergeladen wurde, das Spiel Arizona Sunshine, sobald ich Super Sampling aktiviere, hat sich die Perspektive sowas von verschoben, dass einem kotzübel wurde. Also da ist irgendwo auch noch ein Bug drin. Super Sampling. Keine Ahnung, wie man das hier einstellt. Ja, das sind aber Sachen, die werdet ihr alle noch erfahren. Das ist Software, wisst ihr? Da gibt es immer Möglichkeiten, irgendwas zu ändern. An der Hardware, da müsst ihr euch mit dem jetzt zufrieden geben, was ihr hier seht. Das ist ganz solide und vom Preis her natürlich auch interessant. Das ist hier in der Schweiz nochmal rund 200 Franken Euro günstiger als die HTC, aber die HTC ist vom Tracking her wesentlich stabiler, von der Schärfe her besser, vom Kontrast besser. Hier bekommt ihr etwas Günstiges, was aber auch eine Alternative ist, was gut funktioniert und was sicher auch Spaß macht, sofern der Augenabstand stimmt. Alles andere kann man im Großen und Ganzen anpassen. Und wenn das Schwarz nicht schwarz ist, sondern grau, dann ist das ja auch nur im Direktvergleich. Und wenn man es vorher nie gesehen hat in dunkelschwarz, dann fehlt einem auch nichts. Ja, Leute, wenn euch das gefällt, was ich hier mache, dann Daumen hoch und abonniert mich, weil ich hau hier immer Reviews zu Spielen raus. Das seht ihr auf meinem Kanal. Also hier geht es nur um VR-Hardware, VR-Anlässe, VR-Spiele hauptsächlich. Und auf Abo klicken, dann verpasst ihr keine Folge von mir. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen bei der Kaufentscheidung eurer Brille. Jetzt hier ging es um die Medion Lenovo Brille und bis zum nächsten Mal. Spielt was Schönes. Tschüss.